Hallo zusammen zum vierten Teil am zweiten Messetag der virtuellen Kartonmodellbaumesse von Fentons Kartonmodellbau. Ich habe Fritz Pohl mit bei uns hier im Gespräch. Hallo Fritz. Hallo. Und Fritz ist ebenfalls Konstrukteur für den HMV. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und bevor ich jetzt mit Fritz rede und dem die ein oder andere Frage stelle, möchte ich zwei Dinge hier noch kurz bearbeiten. Zunächst gab es eine Frage, die wir bekommen haben: Offset und digital. Was benutzt ihr? Offset soll besser sein. Was benutzt ihr und warum? So, Offset soll, wir bewegen uns hier natürlich auf so einem Thema, was insbesondere in der Kartonmodellbauszene ganz heiß diskutiert wird, weil jeder meint, er hat den Stein der Weisen. Dazu muss man sagen, die Qualität oder die Technologie im Offset-Bereich hat sich in den letzten Jahren verändert, im digitalen Bereich aber natürlich mit ungeheurer Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Offset ist besser als digital, ist das mit Sicherheit nicht richtig, weil da gibt es auch gerade schon wieder eine neue Maschine von XYZ und die kann wieder was anderes besser. Und dann, wenn ich sage, digital ist besser, wird ein Offset-Printer sagen, die haben da aber gerade was Neues. Ich glaube, das ist gar nicht mehr die allein entscheidende Frage, dass man sagen kann, was ist besser. Offset und digital sind zwei unterschiedliche oder sind unterschiedliche Druckverfahren. Auch im Digitaldruck gibt es unterschiedliche Druckverfahren. Es gibt Digitaldruckmaschinen, die, also professionelle Digitaldruckmaschinen, ich rede jetzt nicht vom Drucker zu Hause, professionelle Digitaldruckmaschinen, die im Tintenstrahlverfahren produzieren. Es gibt welche, die in Laserdruckverfahren produzieren. Die Drucker, die es für zu Hause gibt, gibt es eben für die 70-Euro-Variante von einer Ecke hin zu semiprofessionellen oder professionellen Prüfdruckern in einer Top-Qualität. Jetzt reden wir über Qualität. Was bedeutet denn Qualität? Qualität wird hier normalerweise gesagt, wie gut ist der Druck? Und dann muss man ganz, ganz klar sagen, es gibt heute Digitaldruck und Tintenstrahldruck in einer Qualität, die dem Offset-Druck gleichzieht und ich muss sogar sagen, gelegentlich auch überlegen ist, weil der Farbaufbau dort anders funktioniert, kann man da noch einen feineren Farbaufbau hinkriegen, als man das im Offset-Druck selbst mit modulierten Rastern kann. Die Frage, ob das dann noch eine große Rolle spielt, wenn man was anguckt, was gedruckt ist, ist eine andere. Wir sind nämlich in beiden Bereichen, sowohl im Offset als auch im Digitaldruck, in einer ungeheuer hohen Qualität angelangt, wenn man mit Profis arbeitet und mit professionellem Gerät arbeitet. Bei den Offset-Maschinen gibt es da genauso große Unterschiede wie bei Digitalmaschinen oder eben auch bei dem Drucker zu Hause. Wir drucken Offset. Warum tun wir das? Das erste ist, wenn man Kartonmodellbau macht, dann ist von der Natur der Sache her, vom Grundgedanken, ich komme da jetzt mal aus meiner tatsächlichen beruflichen Ecke, der Grundgedanke ist, ich bin Verleger, ich bin gelernter Verleger, der Grundgedanke ist ja Publikation. Publikation ist Verbreitung in die Masse. Möglichst viele sollen das lesen oder bauen können. Und dann geht es natürlich um ein massengeeignetes Verfahren. Dazu gehört der Tintenstrahler zu Hause nicht. Dazu gehört Digitaldruck nur, wenn ich leider nur eine kleine Auflage verkaufen kann. HMV produziert in einer Auflage, wo eigentlich nur Offset wirklich Sinn macht, wenn die Qualität stimmt. Und die Qualität stimmt beim Offset und deswegen drucken wir im Offset-Verfahren. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Weil jetzt sprechen wir nochmal über Qualität. Es wird viel gesprochen über die Farbqualität bei verschiedenen Druckverfahren. Und ich lasse mich hier oder grundsätzlich hier auf keine Diskussionen mehr ein, weil auch hier sich ganz, ganz viel verändert. Ich weiß aber im Offset-Druck, dass wir mit den Druckereien, mit denen wir arbeiten, mit hochkarätigen und extrem lichtechten Farben arbeiten, die über Jahre, Jahrzehnte halten. Das weiß ich so ohne weiteres in Digitaldruckverfahren nicht und ich weiß das auch beim Tintenstrahler nicht. Hier wird zwar gesagt, dass auch da entsprechend hohe Qualität da ist. Ich bin nicht Profi genug in dem Digital- und Tintenstrahldruckbereich, um das abschließend beurteilen zu können, denn das ist eine ziemliche Wissenschaft für sich. Wenn man aber im Offset-Druck
mit Lichtechtheit 8 oder höher arbeitet, dann arbeitet man mit Plakatfarben. Das sind Farben, die für die großen Plakate an den Straßen genutzt werden, die monatelang in der Sonne hängen und nicht verbleichen. Das ist die Qualität, mit der wir im HMV arbeiten. Das ist die Druckqualität, die Farbqualität, die wir benutzen. Also in der Summe der Dinge ist für uns Offset die richtige Wahl. Das kann sich nochmal verändern für bestimmte Modelle, wenn wir sagen, wir möchten hier einfach mal eine kleinere Auflage mit einer Farbe machen, dann können wir uns auch mal vorstellen, in einer anderen Weise zu produzieren. Grundsätzlich wollen wir dem Offset-Druck treu bleiben, aus entsprechenden Gründen. Fritz, du hattest mir vorhin erzählt, als wir das Gespräch vorbereitet haben, du hast da auch so eine eigene Erfahrung mit Offset-Druckfarbe und mit Farben überhaupt. Was war das? Ja, ich habe eine Reihe ganz alte Kartonmodelle, haben wir als Kinder schon mitgespielt. Die sind also Ü50, mal so ganz grob. Die sind nie gepflegt worden, haben auf dem Schrank rumgestanden und sonst wo. Von der Staubschicht ab und zu mal befreit. Der Schrank muss inzwischen neu lackiert werden. Die Kartonmodelle abgestaubt. Deswegen sage ich, gutes Papier, gut bedruckt und braucht nicht lackiert werden, hält einfach, solange wie ein Kartonmodell halten soll. Und das habt ihr vorhin mit Uli so schön gesagt, wenn das Modell im Kinderzimmer jahrelang bespielt ist und dann setzt sich einer drauf, Zeitpunkt. Ja. Und wir reden, also ich habe auch schon viele Modelle gesehen, die über Jahrzehnte in Vitrinen gestanden haben und gut sind. Ich habe selber Modelle, die ich vor 30 Jahren gebaut habe, noch hier, die immer noch brauchbar sind, obwohl sie viel draußen gestanden haben, auf Messen unter damals Halogenlampen gestanden haben und dadurch eigentlich ganz ordentlich gelitten haben. Und trotzdem sind die noch gut, wenn die Druckqualität stimmte. Ich habe es auch anders erlebt, im Offset-Druck ganz schlechte Qualität. Also das dazu, ich hoffe, ich habe das ein bisschen umfangreicher beantwortet, das Thema. Aber dazu, ich habe dann noch zwei weitere Sachen, inzwischen nämlich wieder was dazugekommen, anzumerken. Das eine ist, wir haben Gutscheincodes. Sagt bitte mal oder schaut bitte mal, wenn ihr bestellt. Wir kriegen gerade sehr viele Bestellungen, das freut uns auch ganz doll. Wenn ihr bestellt, nutzt die Gutscheincodes. Die Gutscheincodes findet ihr immer in den Kommentaren zu den Videos. Ich gebe die jetzt hier nicht nochmal bekannt, kann man da nachlesen, ist auch viel einfacher. Und nutzt die. Und das Zweite, ein ganz herzliches Hallo an Carsten, Jan und Ron, die uns alle zugucken. Finde ich ganz großartig und die haben uns nämlich ein Hallo auf den entsprechenden Threads in Facebook geschrieben. Großartig, klasse. Und jetzt Hallo, fangen wir mal mit unserem Thema an. Entschuldigung. Ja. Wir fangen mal mit unserem Thema an. Fritz, Konstrukteur beim HMV. Du bist schon ziemlich lange Konstrukteur vor deiner Zeit beim HMV. Du hast ja mit dem DSM, mit dem Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven schon ein paar Modelle gemacht. Ist das richtig? Ja, das waren meine ersten Modelle, die in die Veröffentlichung gegangen sind. Durch einen Besuch des Schifffahrtsmuseums anlässlich, ich glaube, es war dieses Herbstbasteltreffen, traf ich sowohl Piet persönlich als auch viele andere Menschen und wurde dann angesprochen, ganz klar, von Dr. Stölling und anderen, dass ich das Modellchen, was ich da auf dem Tisch hatte, doch bitte als Bogen umsetzen soll. Und sage ich, da brauche ich aber einen Plan für. Und sagte Dr. Stöttering, der Plan, beziehungsweise der Mann, der den hat, sitzt neben ihm. Und dann kriegte ich einen Plan und dann habe ich gezeichnet. Und so sind drei Modelle da entstanden. Vielleicht wäre es auch noch mehr geworden. Aber ich muss auch sagen, dann war ein Modell dazwischen, da habe ich gesagt, das passt eigentlich nicht nach Bremerhaven, sondern das passt nach Hamburg. Und das hat mir Piet auch bestätigt. Und das waren die Hafenfähren der 50er Jahre. Ich versuche mal jetzt hier so ein ganz kleines Modellchen ins Bild fahren lassen. Es ist schwierig, das hier zu beobachten. Sicher bekannt, die typischen Hamburger Hafenfähren. Das war mein erstes Modell beim HMV. Ja. Ja, an das erinnere ich mich noch sehr gut. Richtig, du bist ja über deine Freundschaft mit Piet zu uns gekommen oder Piet hat dich sozusagen angeschleppt. Ich formuliere es mal ein bisschen
Locker war zu der Zeit ja derjenige, der häufig den Kontakt gemacht hat. Und ja, ich weiß, dass zwischen dir und Pete ja auch eine ganz enge Freundschaft war, wie das sich beim HMV ja schnell entwickelt. Nochmal zu dir. Du bist von Berufs wegen Künstler. Carsten, haben wir schon gesagt, ist Grafiker, also auch aus dem gestalterischen Gewerbe. Du bist Künstler. Kannst du uns einmal kurz sagen, was du machst? Ja, in meinem Hauptberuf, womit ich auch mein Geld verdiene, bin ich Bildhauer. Mit einem Schwergewicht auf Kunst im kirchlichen und im öffentlichen Raum. Das heißt, das können auch durchaus mal größere Objekte sein, wie Brunnen, Altarumgestaltung, wo ich nicht allein auf die Bildhauerei beschränkt bin, wo also Malerei und Grafik mit dazugehören. Zum Beispiel bei dem Entwurf von Kirchenfenstern, die gemalt werden, die nachher in Schmelzfarbe umgesetzt werden, benutze ich verschiedenste Medien, verschiedenste Materialien in der Entwurfsphase und auch in der Durchführungsphase. Das Papier ist eigentlich immer mit dabei, von Kind auf. Und die ersten Modelle für plastische Sachen entstehen aus Hasendraht und oder sowas Ähnlichem und Papier und natürlich ganz vielen Zeichnungen und Bildern vorneweg. Ich sag mal hier für unsere Zuschauer, das ist ja, wir hatten wie gesagt ein gestalterisches Gewerbe, die Runde in der HMV Konstrukteursrunde ist in der Hinsicht ziemlich spannend, denn wir haben den Udo als Ingenieur mit einem sehr umfangreichen Hintergrund im Ingenieurswesen und im technischen Zeichnen, der also aus der sehr technischen Ecke kommt, mit einem ungeheuren Verständnis in der Hinsicht. Wir haben den Tobias, der noch sehr jung, aber einen ähnlichen Hintergrund hat. Wir haben Till, unser Till, um den es zurzeit ruhig ist, aber mit dem wir nach wie vor in Kontakt sind. Und von dem vielleicht auch irgendwann mal wieder was kommen wird. Wir werden sehen, aber wir sind in Kontakt, der seines Zeichens Schiffsbauer ist und uns in Fachfragen auch immer mal helfen kann, aber selbst auch Künstlersohn, kommt also auch aus dem künstlerischen Haushalt und ich selber ja auch, meine Eltern sind beide Künstler gewesen, haben wir ja ein starkes Verhältnis zur grafischen Gestaltung alle, mit einer ordentlichen Portion technisches Verständnis dazu. Wie bist du zum Kartonmodellbau gekommen? Wie ging das bei dir? Ja, in der Familie. Die beiden Großväter waren Wasserbauingenieure. Ich habe nur den einen kennengelernt. Mein Vater ist natürlich dann da im Wasserbauamt aufgewachsen und hat uns das nahegebracht mit Hilfe von den ersten Papierbällen, die wir denn zusammengebaut haben, meine beiden Brüder und ich, und natürlich unter Anleitung des Seniors. Der hat aber nur so lange mitgemacht, bis er merkte, die Jungs können das. Und er hat sich dann zurückgezogen auf den Bau der grauen Schiffe und wir haben die zivilen bearbeitet. Und dann war das unser Sonntagsspielzeug, der Hafen. Die standen dann auf dem Schrank oder im Schrank und dann sonntags, falls wir aufgeräumt hatten, durften wir eine große Hafenanlage aufbauen und damit spielen bis Sonntagabend. Dann musste es wieder verschwinden, weil der Alltag dann kam. Aber so Phasen einer Kinderkrankheit oder irgend sowas haben wir natürlich intensiv zum Bauen benutzt, wobei man natürlich gehörig aufpassen musste, dass der Uhu wirklich nur das Bastelpapier verklebt. Aber wir hatten unseren mobilen Basteltisch selbst am Krankenbett. Ja, ich habe ja so eine ähnliche Geschichte. Bei mir ging es ja auch über den Vater. Ich finde es lustig mit den Grauen, das war bei uns ähnlich. Mein Vater hat die Grauen, auf denen er selber gefahren ist, er war bei der Marine während des Krieges, hat er selber gebaut, dann auch noch ein paar mehr. Mit denen durften wir aber nie spielen. Das war ja ich glaube, das waren zwei Gründe. Einmal wollte er nicht, dass wir mit Kriegsschiffen spielen und zum anderen wollte er auch nicht, dass wir seine schönen Kriegsschiffe kaputt machen, die ja doch meist ein bisschen mehr Arbeit waren zu bauen. Und so sind dann
Modelle wie Angelburg und Europa und wie sie alle, Berlin und wie sie alle hießen, bei uns im Kinderzimmer gelandet. Er hat sie gebaut und wir haben sie meist versenkt, aber meist noch eine Weile vorher mit gespielt, also das ging schon, aber das ein oder andere Schiff mit mindestens zwei gelben Schornsteinen spielte dann mal Titanic, das war einfach so, aber dann ging es los, dass wir auch selber mitgebaut haben und mit 6, das ist mein Schlüsselerlebnis, ging es ja mit der Burg Eltz los, die wir in der Familienrunde gebaut haben, mein älterer Bruder, ich und mein Vater, das war ziemlich großartig. Und wie bist du dann, ich meine, das ist jetzt eine Sache, du hast mir mal gesagt, dass deine Brüder ja, und ich weiß es auch, nicht zum Konstruieren gekommen sind, du schon, wie ist das passiert? Ja, ich hatte immer mal so ein Erlebnis, dass mich irgendwie das Bild eines Gerätes, und dann waren es mal die Kasseler Straßenbahn oder dann war es mal irgendein Säbel, so gereizt hat, da habe ich gedacht, jetzt gehst du sofort in den Laden, und wir hatten sogar noch Laden für Kartonmodelle in Kassel, also nicht nur Kartonmodelle, aber die wir geführt haben, und gehst du hin und fragst genau danach. Naja, das war denn die Zeit, Niedergang des Lehrmittelinstituts und so weiter. Das gab es nicht und da war auch nichts zu erwarten, sagten mir die Ladenbesitzer, und die Abteilungen wurden dann auch immer, also nicht mehr nachgefüllt, abverkauft. Okay. Ja, dann habe ich eines Tages mir mal diese ganzen Anregungen und Vorüberlegungen einer Unterrichtsstunde in der Schule, die ich für nicht so wichtig hielt, mitgenommen im Kopf und auf dem Rechenpapier zu Papier gebracht. Das Maßraster von 5 mm eignet sich hervorragend. Es war so hauchdünn gedruckt, dass nach dem Bau von dem Rechenpapier kaum noch was zu erkennen war. Also Vorgang war in der Schule gezeichnet mit Rapidograph, mit Filzern, mit Buntstiften, mit was man so im Mäppchen hat, zu Hause aufgedoppelt und ausgeschnitten. Da wurde die ganze Eisenbahnanlage im Maßstab N ausgerüstet mit der gesamten Architektur. Auf diese Art und Weise funktionierte hervorragend. Man musste dann für beleuchtete Häuser auf schwarzen Karton verdoppeln und so weiter. Das sind aber alles schon Details. Grundsätzlich ist, ich habe dann gelernt, wenn du was Spezielles bauen willst, und das gibt's nicht, dann muss man es eben selber zu Papier bringen. So fing das an. Also, da war ich noch in der Mittelstufe und ich habe das dann immer mal pausieren lassen. Das kommt mir auch nicht durchs Abitur, und aber wieder aufgenommen. Ja, schön. Da hat es mir auch beruflich immer genützt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das statische Verständnis, was mit dem, ja schon mit dem Bau von Kartonmodellen einhergeht, das hilft einem ganz enorm. Ich merke das auch immer wieder. Das war ja früh angefangen und dann zum HMV gekommen. Da bist du ja jetzt inzwischen Dienstältester nach mir, sozusagen, denn alle anderen, die heute dabei sind, sind später dazu gekommen. Du bist schon länger dabei als Uli, als die Chefin, finde ich auch ganz lustig. Das erste Modell, was du gemacht hast, waren die Hafenfähren, die hattest du vorhin kurz gezeigt. Die sind jetzt schon recht lange, die 50er-Jahre-Hafenfähren, recht lange am Markt. Und dann war das zweite die Adler 4, die im neuen Verlag dann erschienen ist. Seitdem sind ja einige Modelle von dir gekommen, die wirklich sehr schöne Absatzzahlen ja auch teilweise generiert haben. Ich denke an die Albatros, die hat ganz viele Freunde, ein ganz tolles Einsteigermodell immer wieder unter Elbe Welle. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Produkt, was du gemacht hast. Sehr schöne Schiffe, die von dir, das waren jetzt nur, einige sind ja noch ein paar mehr zu finden im Sortiment. Die letzte Neuerscheinung von dir ist die Seefalke, die ganz sicher ja auch ein Volltreffer war, oder auch noch ist, die ist ja noch recht aktuell. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, das Thema Schleppzug. Die Seefalke hast du ja nicht nur als Seefalke gemacht, sondern du hast sie erweitert zu einem Schleppzug. Kannst du mal dazu ein bisschen erklären, was das ist? Ja, also sagen wir mal so, bevor dass ich die Seefalke gemacht hatte, hatte ich immer gedacht, da gibt es ja ein Modell im Schifffahrtsmuseum, einen Bogen, den man kaufen kann. Den konnte man irgendwann nicht mehr kaufen, wurde auch nicht mehr aufgelegt, war auch in einem anderen Maßstab. Und das Schiff hat mich schon immer gereizt, wenn ich da vorbeigegangen bin. Und ich hatte auch manchmal eine Kamera dabei. Ich hatte dann auch irgendwann mal Pläne.
Und dann war das auch schon ziemlich weit und dann fand ich das, ehrlich gesagt, ein Stück langweilig. Ein so Hochleistungsbergungsschlepper, der war in 20er Jahren weltweit, sagen wir, das einzige Gerät dieser Art, was überhaupt so funktionierte, dass ich den allein auf dem Bogen mache. Ist doch langweilig. Das ist doch, als wenn man Kuh alleine in einen Ministall sperrt. Das ist Tierquälerei. Also das heißt, dann habe ich gedacht, der muss in Aktion sein. Machen wir einen Schleppzug. Dann habe ich ein Schiff was auch mit Bremerhaven zu tun hat. Für Stampfer gab es eine ganze Menge. Und was mit der Zeit zu tun hat. Das ist eine ganz ähnliche Bauzeit. Dieser Fischdampfer ist also ein Serienbau. Im Grunde im Ersten Weltkrieg begonnen wurde in dieser Art und erst im militärischen Dienst tun musste. Und dann, der passt also, sagen wir, von der Geburtszeit dazu und hat, was bei diesen Schiffen sehr selten ist, bis in die 50er Jahre überlebt. Das heißt, er passt auch zu der Ausführung, in der wir die Seefalke nachher gebracht haben. Damit war schon das Erste. Ein havariertes Schiff, egal wie havariert, es ist nicht kaputt dargestellt, aber das kann man hinten anhängen. Und schon hat der Seefalke Aktion mit dabei. Ja, aber was natürlich dazugehört zum Schleppzug, um den Zug überhaupt steuern zu können, ist der Heckschlepper, der als Bremse fungiert und der den Zug in der richtigen Richtung hält. Und da fielen mir die Schädelkohlen ein. Wir hatten sie schon mal im Clubmodell aus Cuxhaven und die Schädelkohlen überschneidet sich auch, sowohl von der Herstellungszeit bis jetzt, denn sie existiert noch als gepflegtes Museumsschiff in Holland. Und schon war der Bogen voll, gut, sind ein paar Seiten mehr geworden, aber der Modellbauer kann jetzt auch entscheiden, wenn ihm vielleicht die Seefalke noch ein bisschen zu heiß ist, zu kompliziert, ja, dann probiere ich doch erstmal mit dem Fischdampfer. Den kann ich ja zur Not als Wrack hinterherlaufen lassen. Dann hat man also auch schon zwei Schwierigkeitsgrade in dem Bogen und ein Modell, was sich leichter anfängt, als eins, wo also höchste Bauqualifikation, das ist, damit es auch schön aussieht. Ich glaube, das hat sich auch gelohnt, denn der Bogen ist ja wirklich in sich schlüssig mit den Modellen zusammen, den beiden anderen Modellen, Schälenkohlen. Die Schälenkohlen ist unverändert aus dem Clubmodell übernommen worden, 2017, glaube ich, war das, ne? Oder hast du da was dran verändert? Also wenn, dann sind das minimale Veränderungen, kann ich aus dem Kopf im Moment gar nicht sagen. Okay, die Frage kam vorhin. Ich meine auch, dass die weitgehend unverändert ist. Dein aktuelles Projekt, das habe ich im letzten Beitrag erwähnt, sind ja die Leuchttürme. Und in der Folge der Leuchttürme der Welt kommt jetzt das Thema deutsche Leuchttürme und der erste Bogen damit von dir. Willst du uns da schon mal was zeigen oder sagen oder beides? Nö, da verrate ich nichts. Ne? Ist doch klar. Aber zeigen kannst du schon mal. Na gut, nicht auch darauf vorbereitet, weil ich habe mir schon gedacht, dass solche Fragen kommen, dass die Leute was sehen wollen. Leuchttürme. Ich glaube, ich halte ihn auf die andere Seite. Mal sehen. Also weg. Du musst ihn schon sofortig halten. Na. Und höher wahrscheinlich. Ja. Wir kriegen den noch ins Bild. Der ist immer noch nicht im Bild. Nee. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommen wir da rein. Jetzt kommen wir rein. Ja. Jetzt muss ich natürlich dran vorbeigucken, es ist schwierig. Also das ist bei der Zeitverzögerung, das so zu zeigen. Ja, wir sind jetzt hier bei einer Form von Leuchtturm, die so richtig typisch ist. Rund, ja. Steingemauer, dickbauchig, mit rot-weißen Binden und oben blinkt's, ja. Und sowas alles. Ne? Alles das, was man sich so aus dem Kinderbuch vom Leuchtturm vorstellt. Ja, ganz genau, ich sehe das sofort, ja. Pustekuchen. Ich habe denn mich mit den Leuchttürmen befasst. Und habe also eine ganz interessante Zeitschiene da gefunden. Klar, vom Mittelalter an und aus dem Altertum gibt es Beispiele, gibt es Leuchttürme, ganz bekannt. Ne? Aber sagen wir mal 1890 bis Erste Weltkrieg ist gerade in unserem Bereich ganz viel neu gebaut worden. In ganz vielen Techniken. Und deswegen zeige ich jetzt diesen Leuchtturm. Und da sage ich jetzt auch mal ganz frech, und der ist nicht auf dem Bogen. Das ist ein Projekt, das ist noch im Wachsen um diesen Leuchtturm oder um diese Leuchtturmgruppierung.
Ich zeige nur mal, man kann bei Leuchtturm, wenn man anfängt, sich mit beschäftigen, alle möglichen Formen, alle möglichen Materialien, Bauweisen, Dimensionen, Höhen finden. Das ist einfach total interessant. Und da braucht man schon mal eine Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor man sagen kann, ich habe jetzt ein Ergebnis. Jetzt zeige ich wieder eins. Ich versuche es zumindest mal zwischen mich und die Kamera zu halten. Ziemlich klein, wenn ich, man sieht ja meine Finger mit dabei. Ein bisschen unscharf ist er schon. Also mit dem Zeigen, das ist begrenzt, will ich mal so sagen. Das ist Flensburger Förde. Dänische Seite. Okay. Auch nicht drin. Wir werden in der Nordsee landen und das, ich will mal sagen, ich zeige es nochmal, ich versuche nochmal. Jetzt kommt sowas hier irgendwie ins Bild. Ich glaube, es schon zu erkennen. Ich kann schon wieder wegnehmen. Ja. Leuchtet ich nicht. Erkannt, ja. Leuchtet nicht, ist eine Barke. Sehr bekannt, wenn man mal die Elbmündung rein und raus fährt oder wenn man zu Fuß dahin geht, weil man da irgendwie einen Sommerurlaub hat. Die Kugelbarke. Meine jetzige Planung ist, das, was an Leuchttürmen kommt, ist nördlich der Kugelbarke. Okay. Das zu meinem jetzigen Projekt und Grundmaterialien der Leuchttürme kann durchaus verschieden sein. Also wir machen alles aus Karton mit Laserteilen, aber vom Originalsubstanz. Ja, also ich weiß ja, was kommt, aber ich glaube, du wirst es nicht verraten, ne? Ich dachte eigentlich, das macht ja auch ein Stückchen Spaß, wenn das nicht alles plattgetreten worden wird, bevor es gedruckt ist. Sehr schön. Finde ich sehr, es passt zu uns. Ich kann aber schon mal so sagen, der Leuchtturmbogen wird richtig spannend. Und glaubst du, dass wir ihn jetzt fertig kriegen für die Druckrunde, dass er mit reinkommt? Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, was man ja nie weiß, also ich bin jetzt so weit, dass ich also bei den Anleitungsarbeiten bin. Das ist immer noch eine konzentrierte Sache, aber es wird schon werden. Na, mit dem Dazwischenkommen haben wir in diesem Jahr ja reichlich Erfahrungen gesammelt. Keiner hätte das ja gedacht, dass vor ein paar Monaten noch, dass das ganze Jahr mal so laufen würde. Und wir uns mit ganz anderen Dingen jetzt auseinandersetzen dürfen, anstatt in Dortmund auf der Messe zu stehen, wo wir uns ja üblicherweise auch gesehen haben. Fritz, ich habe noch eine Frage, die habe ich auch Carsten gestellt, die finde ich immer ganz spannend für jeden Modellbauer auch zu wissen. Übrigens, liebe Leute, fragt ruhig Fragen, wenn ihr möchtet, wenn ihr was habt. Hallo Reinhard, ich habe gerade gesehen, du hast uns auch begrüßt im Thread. Ganz hervorragend, dass du wieder mit dabei bist. Und so, was ist dein Motor, was führt dazu, dass du dich mit dem Schiff auseinander... Ich muss dazu noch sagen, Fritz, das ist ja nicht so, dass der einmal ein Schiff zeichnet und dann hat er ein Schiff und dann wird das veröffentlicht. Nee, der Fritz, der zeichnet ein Schiff und noch ein Schiff und noch ein Schiff und fängt noch eins an und dann zeichnet er noch ein Schiff und der hat ganz viele. Wenn man bei Fritz mal in die Kiste guckt, da gehen einem die Augen über und dann sage ich immer nur... Kann ich die jetzt alle von dir kriegen als Bogen, dass wir die produzieren können? Das geht immer nicht, weil die Modelle noch in einem frühen Zustand sind, aber er sie dann einfach schon mal baut. Er weiß ja, braucht ja keine Anleitung und ist auch nicht so schlimm, wenn noch nicht alle Teile da sind, das geht dann schon. Die sind noch nicht in einem veröffentlichungsreifen Zustand und er überarbeitet die dann immer mit einem sehr hohen Anspruch auch an die Authentizität und so weiter, nochmal, bevor es dann überhaupt in Richtung Druck geht. Aber was passiert bei dir denn eigentlich? Was ist dein Trigger, dass du dann sagst, so das Schiff möchte ich machen? Ja, ich habe ein bisschen bei den Leuchttürmen erzählt. Ganz viel ist es einfach, da ist ja ein inhaltlicher Hintergrund. So ein Leuchtturm ist ein interessantes Bauwerk und so es kommen interessante Formen bei raus und auch im Ingenieurswesen ist die Formgebung und die ästhetische Formgebung ja ein großer Bestandteil. Das ist nämlich das, was unser Auge entweder reizt oder erschlägt. Und wenn ich jetzt
das übertrage, und ich mache ja nun eine Reihe Schiffe, eigentlich fast mehr als irgendwas anderes. Also gut, wenn ich mal meine Eisenbahn mache, dann kann ich ganz viele Wagen machen. Aber ich nehme ein Schiff, vielleicht kann man das sehen. Jetzt habe ich so ein Schiff hier. Ich muss, glaube ich, ein bisschen zurück, sonst sieht man nicht das Ganze. Ja. Das ist die Grundplatte. Das ist schon eine Form. Das wird mir jetzt jeder Schiffbauer bestätigen. Da hat man sich viel Gedanken gemacht, dass dieses Schiff sehr gut, schnell, sicher durchs Wasser geht. Deswegen die Form. Also die Form und Funktion, ist wie im Design. Form und Funktion gehören zusammen. Und wenn ich das Schiff jetzt in der Seitenansicht nehme, da kriege ich es nicht so gut freigestellt. Ich müsste es über meinen Kopf halten, dass es vor dem Weißen ist. Das war zu hoch. Ne? Man kann es schon schön erkennen, ja. Man kann einfach sehen, da kommt, das sind Linien. Kommt ein Siegel drauf. Das sind ganz interessante Linien. Und so ähnlich wie Carsten von der Bugform seiner speziellen Schiffe geschwärmt hat, kann ich sagen, gerade wenn ich so ein Schiff nehme, und das ist eine Dreimastbark, das heißt, die kriegt deutlich kräftige Besegelung da oben drauf, das ist ein Schiff, was mich einfach reizt. Das hat nicht der Ben bei mir bestellt und das hat nicht irgendjemand von außen angeregt, sondern das habe ich gesagt, das will ich machen. Ja, also wir kommen ja eigentlich auch immer zusammen, wenn du dann die Projekte vorstellst, die du sagst, die du so machst, und ich mir das dann anhöre und wir dann zusammen zu Uli gehen als Produktvorschlag und sagen, guck mal hier, das klappt ja, ist immer eine sehr runde Sache und klappt eigentlich auch immer gut, denn es ist natürlich auch immer wichtig, dass so ein Modell dann auch ein Interesse finden kann. Aber da hast du ja glücklicherweise auch ein Händchen, selber Produkte zu finden, Produkte, Schiffe zu finden, Vorbilder zu finden, die dann den Anklang auch finden. Großartige Geschichte. Ja, es kann natürlich auch sein, dass mal ein Modell übrig bleibt. Also es kann auch sein, dass ein Modell mal irgendwo in eine Warteschleife rutscht, wo es gar nicht rauskommt. Da gibt es sicher auch immer wieder Fragen zu. Also wenn ich Leute auf einer Messe treffe oder wenn ich Leute irgendwie bei den Kartonbautreffen treffe, die fragen also durchaus nach diesen Warteschleifen. Aber kommt ja auch mal vor, du sagst ja, dass die nicht fertig wären. Was ich jetzt hier zeige, man wird es vielleicht... Silhouette, sehr schön, ja. In der Silhouette. Es ist ein Fischkutter, ein Kriegsfischkutter. Tausendfach gebaut, würde ich mal beinahe sagen, im Original, im Modell übrig geblieben. Also es war schon mal fix und fertig. Ich glaube sogar, es ist die Anleitung fertig. Es passte aber zu den Dingen, die wir gerade angedacht hatten, aktuell nicht dazu. Ja, kann man mal drauf warten. Ich denke, wird sicher noch seinen Weg aufs Papier finden. Bestimmt, bin ich überzeugt von. Ich hoffe, dass das noch ganz viele Schiffe sind, Fritz, die von dir den Weg finden, denn das macht einfach immer ganz viel Spaß. Wir haben übrigens gerade eine Frage gekriegt. Es macht einfach ganz viel Spaß, mit dir das zu machen. Wir liegen viel auf der gleichen Wellenlänge. Du hast eine sehr schöne Art und auch unverkennbare Art, deine Modelle zu gestalten. Man erkennt einen Fritz-Pohl-Bogen trotzseitiger Anpassung an die Standard einfach sofort. Das sieht man in der Zeichnung, kann man sich vornehmen, kann man sich gleich einrahmen und sagen, ja, das ist ein Fritz Pohl. Reinhard fragt, er ist großer Fan, Leuchtturmfan. Kann man da irgendwo in Norddeutschland in einem Urlaub machen, zu halbwegs erschwinglichen Preisen? Fragst du jetzt gerade nicht den richtigen? Ich habe lange in Norddeutschland gewohnt, ich musste da gar nicht Urlaub machen. Das weiß ich nicht. Also man kann auf, im Moment kann man gar nicht. Stay home. Aber man kann sogar auf dem roten Sand, glaube ich, Urlaub machen. Geht das immer noch? Ja, also kann ich vielleicht, also ich weiß da auch nicht so Bescheid, weil wenn ich mit meinen Kindern in Bremerhaven war, da haben wir eine günstige Ferienwohnung gesucht, weil zu fünft dann unterkommen für so eine Zeit, das muss man ja auch erstmal stemmen, wenn das so aus der Reihe kommt.
Aber der Leuchtturm Dagebühl, das ist so ein kleines Türmchen, was am Deich steht, bei dieser kleinen Lorenbahl, den kann man mieten. Dann gibt es irgendwo im Ostdeutschen, also Ostseeküste, auch einen, der privatisiert ist, wo man sich einmieten kann. Bei Roter Sand, da muss man gucken, ob die Fahrten stattfinden. Da war immer mal eine Zeit lang Pause. Da ist die Left Typhoon jetzt als Schiff, nachdem also der Schlepper Goliath abgesoffen ist, der also die Gäste dahin bringt. Wurde früher über Bremerhaven Touristik vermarktet, muss man sich jetzt aktuell im Internet erkundigen. Wahrscheinlich im Moment steht überall, fällt aus, aber nächstes Jahr läuft es vielleicht wieder. Also ja. Die drei weiß ich. Aber es lohnt sich auch mal, gut, die Leuchttürme sind schon ein Stück auseinander, aber es lohnt sich sicher auch mal so eine Leuchtturm Tour zu planen. Ich kann übrigens in dem Zusammenhang einfach mal eine Empfehlung aussprechen, Reinhard, wenn du Leuchtturm-Fan bist und in deiner Bibliothek das noch nicht stehen sollte. Karl Friedrich Zehnke heißt er, glaube ich, Deutsche Leuchttürme Band 1, 2 und 3, ist vor vielen Jahren erschienen im Köhler Verlag. Die drei Bücher kriegt man teilweise recht günstig über einschlägige Buchversender gebraucht. Für relativ kleines Geld. Einfach mal schauen. Lohnt sich. Sind teilweise auch ein paar Zeichnungen, aber vor allem viele Bilder und Hintergrundinformationen drin. Zehnke hat da ein ziemliches Standardwerk gemacht. Steht bei mir und beim Fritz natürlich auch im Regal. Braucht man, wenn man sich mit Leuchttürmen auseinandersetzt. Und da hat man dann auch die Positionen. Da kann man sich dann überlegen, wo könnte man hinfahren. Das muss man sicherlich dann über Internet mal nachgucken. Aber so eine Leuchtturmtour lohnt sich. Ich habe davon schon viele in verschiedenen Ländern gemacht. Das gehört einfach dazu. Macht Spaß. Und dann muss man die alle bauen, ne? Deswegen gibt es ja dann bald auch mehr Leuchttürme der Welt, hoffe ich. Der nächste Bogen ist auch schon in Planung, aber da sage ich jetzt mal noch nichts zu. Gut. Ja, wir haben noch eine. Wolfgang ist aufgefallen, dass. Ist keine richtige Frage, jetzt sehe ich hier Flaggen in der Grafik, auf der einen Seite ein gelber Strich drin ist. Ich weiß nicht, wer den da reingemalt hat und ich habe es auch noch nicht gehört. Ich gucke mir das mal an, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Das kriegt man ja wegretuschiert. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich nehme an, dass es um die Seefalke geht. Aber ansonsten, das sind sehr schöne Modelle von Fritz sind. Also ein Lob an den Konstrukteur. Das kann ich ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Danke. Gut. Fritz, ich glaube, wir haben eine ganze Menge erzählt und die Leute verstehen so ein bisschen, was dich motiviert, was dir den Spaß am Kartonmodellbau und am Konstruieren bereitet. Ich hoffe auf ganz viele weitere Modelle von dir und auch viele Jahre, die wir zusammen noch haben. Und mit Freundschaft und mit der Zusammenarbeit, das ist eine ganz tolle Sache. Ja, und ich würde sagen, hiermit verabschieden wir uns von dem vierten Teil. Ich hätte noch eine Frage, vielleicht von den vielen Leuten, die unsere Clubmodellkunden sind, hat einer rausgekriegt, wo das Original zu dem gelb-schwarzen Leuchtturm eigentlich steht und welche Farbe das im Original hat? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das mal einer mitgekriegt hat. Da gucken wir mal und wir beobachten den Thread. Ob das jemand weiß und jemand, der das gesehen hat, eine Idee dazu hat. Das ist ja mal interessant zu sehen. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du jetzt mit dabei warst. Das ist der vierte Teil jetzt von unserem heutigen Tag gewesen. Es kommt noch ein Blog um 17 Uhr, den Nils bestreiten wird und wo er, ich muss jetzt selber gucken, was dann kommt zum Thema, er wird es dann sagen. Da wird es um Verlagsvorstellungen gehen, um Schreiber, um noch das ein oder andere Modell ansonsten, was neu gekommen ist. Er wird also einfach noch ein paar Produkte vorstellen. Eine Schreibervorstellung, GPM-Vorstellung. Schreiber ist insofern vielleicht mal ganz interessant für Leute, die dem, ich hoffe, dass wir solche Zuschauer auch hier mit dabei haben, die dem Hobby noch nicht so ganz vertraut sind. Nicht weil Schreiber jetzt einfach nur ein Einstiegsverlag ist, sondern so ein schönes, breites Sortiment von bis hat und für den Einstieg auf jeden Fall gut geeignet ist. Aber Nils wird da dann später ein bisschen mehr zu erzählen.
wie breit gefächert und wie schön das Sortiment ist und warum man an Schreiber nicht vorbeikommen möchte. Kann man vielleicht, aber möchte man gar nicht. Vielen Dank, Fritz. War eine tolle Runde. Ich hoffe, bald wieder, und ich gehe mal davon aus, dass der Nils uns jetzt die Leitung hat. Bis dann. Ja, bis dann.